Herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2 in der Octo-Expansion. So, wir sind hier im vierten Level von vom Land der Verheißung und wir müssen diesen Lasern ausweichen. Ja. Das sind hochkonzentrierte grüne Farbe Laser. Aber natürlich durchkommen. Oh, das wird ein guter Sprung jetzt hier. Oh, Kacke. Ich hab zu wenig nach vorne gedrückt, glaube ich. Aber es ist machbar. Ich dachte, jetzt hier liegt irgendwie jemand, der das schon mal versucht hat, hier durchzukommen. Okay. Hier kommen wir ja noch so durch. Aber durch die kommen wir nicht mehr durch. Oh nein! Oh. Unterschätze immer die Geschwindigkeit des Sprungs. Oder überschätze sie. So, einfach überspringen. Dann quatscht der auch nicht so lang. So. Kann auch an der Wand entlang. Nein, das ist mir zu kritisch an der Wand. Oh, oben an der Wand lang. Moment, warum mache ich das denn so knapp? Ich kann doch einfach oben an der Wand lang. Das könnte doch so einfach sein. Indem ich schon die Wand einfärben lassen? Ich meine, warum nicht? So. Bla 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 du. Achso, ich muss so hoch. Ja, was ist? Was ist? Was passiert, Opi? Ist Nummer 3 wieder wach? Nein, ach. Ah. Oh yeah. Das war echt eine reife Leistung. Der letzte Move war nice. Haha, easy game. Ich kann das. Überall Laser. Nee, das ist gerade echt nicht mehr lustig. Alter. Wie haben sie die Wand gesichert? Du Rest von Meeresbuffet-Fest, dafür wirst du bezahlen. Telefon, was machst du mit Nummer 3? Objekt 10.008, warum arbeitest du mit diesen nutzlosen Kreaturen zusammen? Ah! Oh Gott, was passiert da? OP, was passiert? Sag was. Okay. Alter. Alter. Oh, ich dachte, es wären hier Laser. Holy moly. Oh, die Waffe hat aber viel Tinte, wa? So. Nächster Level. Da oben kommt ein Wasserlevel oder so. Oh, die Musik ändert sich hier in dem Level. Zwerchfellkontrolle. Das Signal des Energiekerns wird stärker. Er ist da oben. Marina, schau, ob du was von Nummer 3 und den Opi aufhängst. Die Musik ist anders und neu und komplett neu. Ah, die sperren. Kabine aktivieren. Tintendüse. Okay. Noch 7. Oh. Dann machen wir den einfach mal ein bisschen Stress hier. Ach, verdammt. Ich muss die Wand einfärben.
Oh, was passiert? Die Decke kommt runter. Okay, ich dachte schon. Müsste da eigentlich hochklettern können. Ja, danke, weiß ich. Wo hoch? Hier nicht, ne? Ah, hier. Nee, da. Okay. Da haben wir den Energiekern, aber er ist gesichert. Ich muss alle Datentransmitter abklappern. Klappern. Das mache ich ja. Lass mich doch mal in Ruhe. So. Die Laser machen mich kirre. Okay. Ich glaube, das den nicht aktiviert. Hallo? Achso, die sind nicht an. Moment, da kann ich mir Rüstung holen. Was passiert hier? Oh Gott! Oh oh. Cool. Okay, einmal hoch. Die Dinger sind aber immer noch nicht aktiviert. Ja, ach so, weil das so Endpunkte sind. Now I got it. Oh, oh nein, 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 war das knapp. Die Musik ist voll euphorisch und macht mich fertig. Wie soll ich die kriegen, wenn die... Ah, da drauf gehen. Logisch. Oh, der dreht sich. Hallo? Ich hab dich berührt. Danke. Diese Sperre wäre gelöst. Okay, cool. Getroffen. Oh, jetzt du? Ah, cool. Wenn man jetzt hier einfach, wenn man einmal oben ist, wie man sich das dann vereinfachen kann. Sehr schön. Ah, das kann doch nicht immer so. Ich denke doch jetzt, ich fall runter. Okay. Alles gut. Ich will ja nicht runterfallen. Aber man kann ja alles einfärben. Das ist schon ein sehr nettes Level. Hallo? So. Das ist ein Schalter. Oh, wie nett. Ich will aber noch nicht nach oben, ich will erst an den Schalter hier. So. Oh, oh. Bin ich auf dem Ding? Ja, okay. So, wieder hoch. Voll cool. So, den da noch holen. Da ist auch noch ein Checkpoint. Ah, verdammt. Warte. So. Das ist am Schalter. Oh oh. Jetzt komme ich da hoch. Ah. Versteckter Schalter. Sehr schön. Eine noch. Komme ich hier irgendwie cool raus? Ich kann hier an der Wand hoch, warte mal. Da sind Sniper am Warten schon, oder? Da sehen wir die Sniper-Laser. So, dann komme ich hier nämlich oben lang.
Nehme ich wieder einen Shortcut hier. Oh, es reicht nicht. Okay, cool. Oh, das kann man nicht färben. So, hier komme ich hoch. So, mal hier kurz chillen. Auge, das geht nicht. Oh, okay. Okay, Moment. Okay, Moment. Okay. Okay, cool. So, Sperre Nummer 8. Ne, 7. Oh, gib mir mal einen Checkpoint. Checkpoint? Hast du mir schon gegeben? Ja, okay. Und die haben wir auch. Muss ich nur die Gegner im Töten. Oh, ein Elektrowalz. Alle Sperren gelöst. Der Energiekern. Explodiert. Was wird das denn? Wahnsinn! Okay, anscheinend soll ich jetzt einfach auf den Sprungpunkt und weiter. Und jetzt sind diese Röhre. Ich hoffe, das ist so ein Level, was sich von alleine steuert oder so. Also, wo ich einfach nur durchgeschleudert werde. Da ist der Energiekern also gelandet. Und jetzt? Oh nein, ist das wie eine Billardkugel. Wenn du den Energiekern beschießt, sollte sich die Plattform bewegen. Oh nein. Du musst den Energiekern ans Ziel bringen und dabei verhindern, dass es zerstört wird. Ist klar! Oh nein. Oh nein. Okay. Achso, und zurückfahren tut die Scheiße auch noch. Achso, Gegner kommen jetzt auch. Klar. Ich habe keine Tinte mehr. Aber wenigstens... Oh, nö. Achso. Achso, die ist runtergefallen. Ja, danke. Wenigstens schießen die nicht gezielt auf den doofen Kern. Mhm. Aua. Das war dumm. Aber da haben die Gegner halt getroffen. Okay, das war ein Checkpoint. Oh, man erholt sich an Checkpoints. Oh, das ist ja nett. Ah. Oh oh. Fahr! Oh nein. Oh nein. Die kann man nicht treffen. Aua, er hat mich umgebracht, wow. Ich wollte jetzt einfach nur schnell durch. Ach, verdammt. Was war das für ein Geräusch? Holy shit. Ah! Oh nein. Ah. Den Laden. Okay. War einfach. Aua. Ach, fuck. Okay. Wenn ich alle Gegner wenigstens besiegen könnte, aber kann ich ja nicht. Oh, mit Granaten vielleicht. Danke. So, der lässt mich schon mal in Ruhe. Das machen wir jetzt mit dem Gegner auch.
Sehr schön, haben wir nämlich Ruhe. Oh nö, das war... Oh, das war... Alter. Das kannst du nicht bringen, Alter. Oh, Moment. Moment, man kann die Dinger da runterfahren. Kann die Dinger runterfahren. Schieß auf mich bitte. Okay. Oder auch gar nicht auf mich. Als ob der schon schießt. Was ein Assi. Alter, hör auf, meinen scheiß Kern zu besiegen. Das ist runtergefallen? Okay. Wie viel man gleichzeitig machen muss, ne? Okay, fahr. Checkpoint, dankeschön. Laser, okay. Lass mich raten, die Laser zerstören den Kern. Sofort. Dann kommen da diese Kackkugeln. Ah. Oh Gott. Okay. Warte jetzt erstmal. Und fahr durch. Eieiei. Anscheinend haben wir es geschafft. Keine Sitze mehr. Fahr nicht zurück. Warte. Okay. Und Stecker rein. Oh, wow. Installation des Energiekerns abgeschlossen. Warum bin ich denn jetzt hier auf grüner Suppe? So. Okay. Nächster Level. Und da sind wir oben. In der Spitze. Oberstube. Das ist der Zentralaufzug. Er ist jetzt mit Energie versorgt. Damit kommst du an die Oberfläche. Sind wir eigentlich gerade im Turm des Elektrowelses? Die Signale von Captain Kudrisch. Dann kommen wir an die Oberfläche. Vielleicht ist der Opi schon oben? Hoffentlich ist beim Captain nur Nummer 3 alles in Ordnung. Warte einfach an der Oberfläche. Wir können euch mit dem Heli aufsammeln. Ist das hier der Turm, wo der Elektrowels dran klemmt? Vielleicht ist er das? Wäre der einzige Ort, in der in Inktopolis so groß wäre. Inktopolis. Oh, mit dem Hedel lässt sich wirklich nicht lumpen, Perla. Man hat mal schon mal eine Gelegenheit, mit ihm einzusetzen. Wäre doch schade drum. Hast du völlig recht. Irgendwie glaube ich, dass die Gegner kommen. Deswegen färbe ich schon mal Sachen ein. Was mit dem Aufzug? Warum hat der angehalten? Wer ist das da oben? Das ist Nummer 3, aber... Nummer 8, Hilfe! Diese irre Telefon hat die Kontrolle über Nummer 3 übernommen.
Alter, was? Oh. Was? 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 Die Musik. Alter. Hat der alle Ultis am Start? Okay. Achso, jetzt ist er mit Sebisphäre unterwegs. End der geile Boss, Mann. Ah, verdammt. Der hat einen Aim-Hack an. Der hat mich gesquidbackt. What? Alter. Oh. Takes the high ground. So. Wieder da hinten hin. Immer schön im High Ground arbeiten. Okay, juckt ihn nicht. Oh, Lord. Ach so. Jetzt hat er den Eingang. Als ob. Als ob. Mal kurz weg. Oh. Ah, hat ihn getroffen, ne? Ja, nice. Uncool. Halt's auf! Nummer 3 besiegt. Aber Arbeit Nummer 8. So. Jetzt siehst du gut. Nummer 3 ist bewusstlos. Diese komische Paste ist weg. Also sollte alles okay sein. Hinter mich los. Soll ich wirklich? Weiß nicht. Rank's da gerade so gut. Was passiert jetzt? Acht. Acht. Hol dich da raus. Jetzt können wir ein bisschen durchatmen. Das war für die Tiefseebahn die Endstation. Dieser Heli schafft die Style-Inspektion. Kommt gerade in meine Kollektion. Jetzt geht's nach Hause nach dieser Mission.
Hey, hey, was soll das werden? War gar nicht schlimm, aber keine Läsion. Läsion. Und hier hat eine Comic-Affektion. Jetzt echt mal, Perla, zieh mich da nicht rein. Schaut mal. Hä? Was ist denn los? Unmöglich. Es sieht doch, sie wären schon lange untergegangen. Das ist ein... Mensch! Wieder dieses Telefon. Ich bin Tatar. Eine KI vom Professor erschaffen. In den 12.000 Jahren seit meiner Erschaffung habe ich Daten gesammelt. Ihr wandelnde Meeresfrüchte, ihr wachst und gedeiht, breitet euch aus. Eure Zivilisation reicht fast die der Menschheit von früher heran. Aber eben nur fast. Eure nutzlosen Revierkämpfe laufen gegen jegliche Vernunft einfach weiter und weiter. Dieser Egoismus, nur für sich selbst leben zu wollen. Ihr Testsubjekt, ihr solltet die Saat einer neuen, perfekten Welt sein. Aber ihr wart nur eine einzige große Enttäuschung. Los, Kambo-Koloss. Alles muss eins werden und die Welt der Menschen zurückzufordern. Oh, das sind viele Mixer. Was ist denn das? Sekunde, lass mich kurz. Diese Schatte strahlt eine gigantische Menge Energie ab. Ach schon, was ist los? Sie scheint genug Energie zu haben, um die ganze Welt in Paste zu verwandeln. Können wir sie irgendwie aufhalten? Mal sehen. Der Kamabo-Koloss sammelt Sonnenlicht und gewinnt daraus Energie. Wenn wir ihn also mit Tinte bedecken, kann er keine Energie mehr sammeln. Was? Wir müssen also die riesigen Brocken einfärben? Nicht dein Ernst. Was erledigen meine Marina-Bomben? Leider explodieren die noch nicht automatisch. Mach, du musst ran an die Statue, die Bomben beschießen und sie so sprengen. Es ist schön, dass sie Photoshop auf hat. Und was kann ich machen? Wenn der Kamabo-Koloss geschwächt ist, gibst du ihm Perla-Kanone den Rest. Was? Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich schätze, wir haben 3 Minuten, bevor die ganze Welt zur Paste wird. Nutz diese Zeit, um deine Stimme einsatzbereit zu machen, Perla. Okay. Meine Stimmbänder sind ein kleiner Preis für die Rettung der Welt. Und, was ist mit mir? Warum stimmen sie uns nicht auf die Mission ein? Ist gebonkt! Bleibt straight auf der Schiene, jetzt heißt es los, Aquamarine! Verteidige dein Revier gegen einen gigantischen Gegner. Revierkampf. LOL. Nutze die Zugpunkte und Surfstehen zur Fortbewegung. Werde auf dieser Stelle Marina-Bomben abfeuern. Okay, wir fangen mit 5 Bomben auf seiner Brust an. Nach 30 Sekunden schicke ich ihm die nächste Fuhre Bomben auf den Hals. Nach 60 Sekunden werfe ich welche auf seinen Rücken ab. Nach 90 Sekunden fliegen 5 Bomben auf seinen rechten Arm. Holy shit, das wird stressig. Und nach 2 Minuten 10 Bomben auf seinen Kopf. Das wird stressig, Mann. Lass alle Marina-Bomben innerhalb von 3 Minuten explodieren. Das wird stressig, Mann. Achso. Und die Musik wird gut, Mann. Ich kann unten übrigens nicht lesen. Es tut mir leid, wenn ich das nicht vorlesen kann, aber da ist noch eine blaue. So. Okay. Ja, okay. So, und jetzt auf die Surfschiene wahrscheinlich.
Wo, wo, wo? Da unten erst. Ach, scheiße. Ich will runter. Ich will runter. Spiel. Ich war jetzt voll verwirrt. Okay, das wird jetzt stressig. Irgendwo auf seinen rechten Arm. Ja, warte. Hab ich hier? Okay. Wo muss ich noch hin? Da. Da sind noch mehr. 10 Bomben auf seinen Kopf. Okay, ja, warte. Bin gleich soweit. Oh, die Musik. Oh, es hat gereicht. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Da unten ist noch eine blaue. So, 10 auf dem Kopf. In 30 Sekunden. Ja, Happy Birthday. Das wird nichts. Nein! Oh, scheiße. Ja, verkackt. 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 Okay, nochmal. Nochmal. Inkopolis. Jetzt haben wir wenigstens das Ending auch gesehen. Oh, darf ich bitte nochmal machen? Wäre uncool, wenn ich nicht. Ich will das Level nicht überspringen. Okay. Ein Level überspringen wäre ja doof. So, ich muss sie nicht lange anschießen. Ich muss sie nur einmal anschießen. Das ist auch ein riesen Zeitersparnis. Okay. Erst die blauen. Eine noch. Wo, 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 wo? Ach, die am Anfang. Die vergesse ich immer. So. Jetzt die. Komm. 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 Eins. Zwei. Drei. Geh hoch. Vier. Fünf. So, weiter geht's mit den gelben. In da. Komm. Komm, mach. Eins. Zwei. Oh, ich hab da getroffen. Eins. Okay. Und noch die zwei. Getroffen. Getroffen. So, jetzt gehen wir schon mal hoch. So. Getroffen. Habe ich die von hier? Weiß es nicht. Ich mach die am Ende. Wo ist sie? Da. So. Jetzt die am Kopf. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Nicht viel Zeit. Okay, kurz Tinte sammeln. Anhitten.
Ich wollte sagen, hier sind doch noch mehr. Zehn Sekunden. Zwei Bomben noch. Oben. Scheiße. Schaffe ich nicht. Unmöglich. Never. Oh, verdammte Kacke. Alter, was? Wie viel schnell... Ja. Es muss noch schneller gehen. Vergesst immer die am Anfang hier. So. Die frisst Zeit ohne Ende. So. Oh nein, wieder hoch. Zeit verschwendet. So, und jetzt sie. Komm. Komm. Muss auch schneller gehen, wenn man schneller fertig ist. Muss schneller gehen. So, die gelben kamen jetzt. Komm. Oh, dass die denn nicht früher schießt. Wahrscheinlich geht das schneller, wenn ich die Surf Rails benutze. Aber ist egal. Bin schon auf dem Kopf, wo muss ich hin? Da, zu den Liedern, ne? Ja, genau. Reifel ab! Springen. Oh, wo fängt die Rail an? Hier. Fuck. Okay. Verkacken wir wieder den Try. So. Ich muss sie alle mit Rail machen. Oh, komm. Ach, come on. Ja, und wenn ich jetzt noch nicht die am Kopf angefangen habe, ist scheiße. Okay. Oh, ist das scheiße. Ich hätte wahrscheinlich jetzt schon hochgekommen. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Schaffen wir wieder nicht. Oh, ist auch noch ein. Oh. Es scheitert wieder an einem. An einem! Ich so lange gebraucht habe. Kacke. Okay. So, schieß, komm. Muss echt die Rail oben benutzen. Ich schieße jetzt erst bei 2,30. So wie sie es halt gesagt hat, aber ich find's doof. Weil warum soll ich mich dann beeilen? Mach mal den mal direkt mit da hinten. Welche Rail muss ich dann nehmen? Die, ne? Ah, die gelben sind sie erst. Hätte ich bestimmt auch mit einer Rail machen, aber irgendwie mache ich es nicht.
Ach komm, ich fall ins Wasser. Okay. Wie muss ich laufen, um zu den... Man muss die Route halt kennen, ne? Ich mach die immer so doof von oben und das kostet Zeit. Wie komme ich am besten zu den Gelben? Einfach runterspringen oder was? Da ist eine Rail. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Weil ich eh zu schnell fertig bin, kann ich hier auch ein paar Sekunden verschludern am Anfang. Treffen. Waren das alle Gelben? Ich glaube schon. Ja, alle Blauen. Bin doof. Warum mache ich es denn jetzt so rum? Ich weiß es nicht. Es geht. So, auf zu Ray. Hier ist der Start. So. Den müssen wir auch noch machen. Den darf ich nicht vergessen hier. Hier startet einer. So. Oh, scheiße. Oh Gott. Verkackt. Okay, zurück. Zurück. Oh Gott, ich hasse diese Raids. Treff doch mal. Ja, nee, das will doch keiner. Ach, ist doch alles scheiße. Wie ist die Strecke? Wo muss ich hier hin? Hätte nach oben gemusst, glaube ich. Ich hätte ihn doch nach oben folgen sollen. Kacke. Und dann hier mit der Rail. Ah, ich bin viel zu langsam. Bei einer Minute kommen die nächsten. Ja, jetzt sind die am Kopf gespawnt. Und wenn die am Kopf spawnen und ich noch hier zugange bin, ist scheiße. Ja, schaffe ich es wieder nicht. Okay. Ach, ist das kacke. Versuche ich mal von oben noch ein paar zu kriegen. Drei noch. Oh, das könnte klappen. Einer noch. I did it. I did it. Obwohl ich so viel verkackt habe. Die Statue ist nicht völlig aufgeladen, aber sie scheint trotzdem feuern zu wollen. Subjekt 10.008, du hast als Testsubjekt völlig versagt. Und du wirst trotzdem deinen Platz in der perfekten Welt des Professors erhalten. Und zwar als Paste, genau wie diese elende Stadt. Gute Arbeit, 8, jetzt bin ich dran. Maximale Stimmbandgeschmeidigkeit. Zieh dir das rein, du doofe Statue. Professor, bald sind wir wieder vereint.
Octolinge sind nun spielbar. Du kannst unter auswählenden Optionen zwischen Inkling und Octoling wechseln. Octoklexer-Replik erhalten. Ich muss leider sagen, das DLC Octo Expansion war besser als das Hauptspiel. Das Ending war cooler. Ah, ich bin Octoling. Es war einfach alles viel cooler. Ach, das sind die Geschenke von dem. Wie cool. Ja, es war alles cooler. Ich werde jetzt nochmal rein und gucken. DLC war besser als das Hauptspiel. Sorry, abgesehen vom Multiplayer. Ne, ändert der DLC ja nichts dran. Aber vom Story-Mode her. Schön, dich zu sehen, Nummer 8. Alle Tentakel noch dran? Ich war neugierig, wie es weitergeht. Und irgendwie gefällt es mir sogar. Nummer 3, wie immer auf Patrouille. Wenn du unten noch was zu erledigen hast, helfe ich dir gern. Es freut mich, Sie an Bord begrüßen zu dürfen, Subjekt 10.008. Sie scheinen jetzt hier sicher erreicht zu haben. Ein weiterer zufriedener Kunde. Leider ist Kamabo und Co. derzeit etwas in Aufruhr. Auch die Tiefseebahn konnte den Betrieb glücklicherweise fortsetzen. Erlauben Sie mir, Ihnen unseren neuesten Service vorzustellen. Sie können nun Cornichon-Punkte gegen Gegenstände eintauschen. Wir haben ein attraktives Angebot an erstklassigen Produkten zur Auswahl. Unser Service steht Ihnen im Tiefsee-Hauptbahnhof zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Weiterreise. Irgendwo in der Tiefseebahn, eine Tür öffnet sich. Was? Haben Sie es bereits bemerkt, Subjekt 10.008? Die Kamabo-Medaillen sind nun verfügbar, ein weiterer Service für Sie. Besuchen Sie mit markierte Station, sprechen Sie sich mich dort einfach auf dem Bahnsteig an. Das scheint ein Hard Mode zu sein, den machen wir mal nicht. Das scheint, ich weiß nicht, was die Medaille mir bringen. Ich werde es wahrscheinlich nicht im LP machen. Hinten glitzert's. Da liegt was im Fach Nummer 8. Deine Erinnerung an jeden Tag vor 2 Jahren ist zurück. Die fantastischen Grooves erwarten dich. Wa?